B2.2. Berechnen Sie das Maß des Winkels BAD sowie die Längen der Strecken AC und CD. Als Teilergebnisse haben wir AC sind 9,6 cm und CD sind 5 cm. Also zuerst soll der Winkel BAD berechnet werden. Das ist dieser Winkel hier. Wir schauen nach, in welchem Dreieck liegt dieser Winkel BAD, wo möglichst viel bekannt ist. Da hätten wir zum Beispiel das Dreieck ABD. Nur das Problem, das sich daraus ergibt, ist, wir kennen zwar die Strecke AD und AB, aber die Strecke BD nicht. Für ein allgemeines Dreieck, also das ist ja nicht rechtwinklig, würden nur der Sinussatz und der Kosinussatz funktionieren. Für den Sinussatz müsste man mit zwei Winkeln und zwei Seiten rechnen, wobei wir im Prinzip einen Winkel nicht kennen und einen weiteren Winkel nicht gegeben ist. Also funktioniert er nicht. Für den Kosinussatz bräuchten wir drei Strecken und einen Winkel. Ja, diese Strecke hier fehlt, also wir haben nur zwei Winkel, zwei Seiten und einen gesuchten Winkel, damit auch eine Seite zu wenig. Um das jetzt auszurechnen, brauche ich eine Hilfslinie. Ja, ich muss, wenn es kein Dreieck gibt, das mit dem man rechnen kann, muss ich mir eins konstruieren oder noch zusätzlich einzeichnen. Da bietet sich jetzt dieses Dreieck an, weil eine weitere Größe kennen wir noch. Der Abstand von CD zu AB ist nämlich 6 cm. Wenn ich diesen Punkt mal M nenne, erhalte ich hier einen rechten Winkel und damit ein rechtwinkliges Dreieck AMD. In diesem rechtwinkligen Dreieck brauche ich nur drei Größen, um damit rechnen zu können. Ein gesuchter Winkel, die Strecke AD ist bekannt und die Strecke DM ist ebenfalls bekannt. So, rechtwinkliges Dreieck heißt, es funktioniert entweder Sinus, Kosinus oder Tangens. Da schauen wir auf Seite 39 in der Formelsammlung einfach nach. Das sind alle aufgelistet. Und gucken nach, was haben wir gegeben. Hier ist der Winkel. Dem Winkel gegenüber liegt die Gegenkathete und dem rechten Winkel gegenüber liegt immer die Hypotenuse. Und welcher Satz funktioniert mit Gegenkathete und Hypotenuse? Da bleibt nur einer übrig, nämlich der Sinus. Also Sinus von Alpha ist gleich Gegenkathete durch Hypotenuse. Und dann können wir auch schon entsprechend die Formel aufstellen. Also Winkel BAD wollen wir berechnen. Und dann Sinus des Winkels BAD ist gleich Gegenkathete, also die Strecke DM, durch die Hypotenuse und das ist die Strecke AD. So, setzen wir die bekannten Größen ein. Dann folgt daraus Sinus des Winkels BAD ist gleich DM, waren 6 cm, geteilt durch AD mit 6,5 cm. Und das lässt sich jetzt leicht ausrechnen. Entweder wer einen Taschenrechner mit Solver besitzt, kann es da eingeben und sich berechnen lassen. Ansonsten mit Hilfe der Umkehrfunktion. Das heißt, der Winkel BAD ist gleich Sinus hoch minus 1 von 6 geteilt durch 6,5. Und das kann eigentlich fast jeder Taschenrechner ausrechnen. Und dann gibt es eine Größe von ungefähr 67,38 Grad. So, jetzt muss man auch die Eigenschaften eines gleichschenkligen Trapez kennen. Eine Eigenschaft ist zum Beispiel, dass die beiden unteren Winkel, also auch der hier, gleich groß sind. Damit ist der CBA genau gleich groß wie der BAD. Ja, kann ich auch so schreiben, ist gleich Winkel CBA. So, gehen wir weiter. Als nächstes sollen wir die Länge der Strecke AC berechnen. Das ist diese Strecke hier. Wieder gilt, nachschauen, in welchem Dreieck liegt diese Strecke und kennen wir möglichst viel in diesem Dreieck. Schauen wir uns mal das Dreieck ABC an. Da kennen wir die Strecke AB, wir kennen die Strecke BC und zusätzlich den Winkel hier. Und diese Strecke ist gesucht. Es ist ein allgemeines Dreieck, also kein rechtwinkliges Dreieck. Damit funktionieren wieder nur Sinussatz oder Kosinussatz. Für den Sinussatz bräuchten wir zwei Seiten und zwei Winkel. Es ist aber nur ein Winkel gegeben, damit funktioniert er nicht. Der Kosinussatz funktioniert mit drei Seiten und einem Winkel. Wir haben zwei Seiten gegeben, eine Seite ist gesucht und ein Winkel ist gegeben. Damit können wir den Kosinussatz ansetzen. Den finden wir auch auf Seite 30 in der Formelsammlung nochmal.
Und da heißt allgemein, a Quadrat ist gleich b Quadrat minus c Quadrat plus c Quadrat minus 2 mal a mal 2 mal b mal c mal Cosinus von Alpha. Ja, also man startet mit der Seite, die dem Winkel gegenüber liegt, und dann einfach die anderen Seiten entsprechend ergänzen. Also können wir die Seite AC wie folgt berechnen. Wie gesagt, starten mit der Seite, die dem Winkel gegenüber liegt, das ist schon unsere Seite AC. AC² ist gleich AB² plus BC² minus 2 mal AB mal BC mal Cosinus von Winkel CBA. So, setzen wir die bekannten Größen ein. Dann folgt daraus, AC² sind gleich, AB waren 10 cm, BC waren 6,5 cm, minus 2 mal 10 mal 6,5 mal Cosinus des Winkels CBA, also 67,38 Grad. Das ließe sich jetzt wieder mit Hilfe vom Solver berechnen, oder wir formen einfach um, indem wir die Wurzel ziehen. Dann folgt AC ist gleich Wurzel aus 10 Quadrat plus 6,5 Quadrat minus 2 mal 10 mal 6,5 mal Cosinus von 67,38 Grad. So, das kann dann auch so gut wie Ihr Taschenrechner berechnen. Und dann folgt daraus, dass AC eine Länge von 6,0 cm hat. Aufpassen! Wenn man die Wurzel drauf zieht, es könnte auch sein, dass ein negatives Ergebnis rauskommt, also minus 9,6 cm. In dem Fall einfach ein plus 9,6 cm draus machen, weil es gibt ja keine negativen Streckenlängen. Und es gibt ja einfach zwei Lösungen. Ja, einmal minus und einmal plus, aber die Minuslösung entfällt. So, damit wäre AC auch bekannt. Jetzt brauchen wir nur noch die letzte Strecke, nämlich die Strecke CD. Also die hier oben. Gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, die zu berechnen? Eine einfache wäre folgende. Ich zeichne mir nochmal eine Hilfslinie ein, nämlich hier drüben die Höhe. Und denke mir jetzt wie folgt. Die Strecke CD ist ja hier unten auch nochmal drin. Und lässt sich berechnen aus der Strecke AB minus diesem Teilstück AM. Und das finden wir auch nochmal hier drüben. Ja, da das Trapez gleichschenklig ist, haben wir eine Symmetrie mit drin. Damit ist die Strecke AM gleich groß wie diese Strecke hier. Also AB minus 2 mal AM. Also die Strecke CD wollen wir berechnen. Und CD ist gleich AB minus 2 mal AM. So, wie groß AM ist, haben wir jetzt noch nicht berechnet. Also müssen wir das erst jetzt machen. Schreibe ich wie folgt. AM. Gucken wir uns nochmal an, wieder wie üblich. In welchem Dreieck liegt AM und ist aus diesem Dreieck möglichst viel bekannt? Hier ist AM ein Dreieck AMD. Ist ein rechtwinkliges Dreieck, also funktionieren Sinus, Cosinus und Tangens. So, was ist alles bekannt? Wir kennen die Hypotenuse, wir kennen die Gegenkathete und das hier wäre die Ankathete. In diesem Fall würden Sinus, Cosinus und Tangens funktionieren. Welchen man hier jetzt nimmt, ist eigentlich vollkommen egal. Man kann sogar noch einen dritten, noch einfacheren Schritt wählen, indem wir den Winkel einfach weglassen und sagen, im rechtwinkligen Dreieck können wir den Satz des Pythagoras ansetzen, wenn wir zwei Seiten bekannt sind und die dritte Seite ist gesucht. Also längste Seite zum Quadrat ist gleich kürze Seite Quadrat plus kürze Seite Quadrat. Folgt also, die längste Seite war die Strecke AD. AD Quadrat ist gleich AM Quadrat plus DM Quadrat. Setzen wir die bekannten Größen ein. AD waren 6,5 cm, AM ist ja gesucht und DM waren 6 cm. So, das ließe sich jetzt wieder mit Hilfe des Solvers berechnen oder ich stelle es entsprechend um. Ja, minus 6 Quadrat. Dann habe ich
Schreibe ich weiter tiefer. AM Quadrat ist gleich 6,5 Quadrat minus 6 Quadrat. Ja, also hier einfach minus 6 Quadrat rechnen. Und ich habe hier auch noch die Seiten vertauscht. Also einfach, sieht man ja. So, daraus muss ich jetzt noch die Wurzel ziehen. Und dann habe ich AM ist gleich die Wurzel aus 6,5 Quadrat minus 6 Quadrat. Und das kann wieder jeder Taschenrechner ausrechnen. Auch hier gilt wieder, Vorsicht, es kann ein negatives Ergebnis rauskommen. Aber wir brauchen nur die positiven Ergebnisse. Und dann folgt für die Strecke AM eine Länge von 2,5 cm. So, und damit lässt sich jetzt CD berechnen. Also nochmal, CD ist gleich, AB waren 10 cm, minus 2 mal 2,5 cm. Und das sind dann gleich 5 cm. Genau wie hier oben angegeben als Teilergebnis. Und damit wäre die Aufgabe jetzt auch gelöst.